Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Nun, dieser Vers wird natürlich missbraucht von der katholischen Kirche, um zu sagen von wegen, siehst du, Petrus, das ist der Papst und die Kirche, die eine wahre Kirche, die katholische Kirche, sie fußt auf den Papst und es gibt nur ein Oberhaupt der Kirche, es gibt nur eine wahre Kirche, nur ein Oberhaupt. Nur natürlich steht nichts davon hier, also das ist einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, dass das aber der Grund dafür ist, warum manche Leute ein bisschen krampfhaft versuchen wollen, diesen Vers umzudeuten. Nun, ich sage dir, wie ich diesen Vers verstehe. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich verstehe das so, dass mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich habe das Neue Testament x-mal durchgelesen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Mal. Ich habe das Matthäus-Evangelium auswendig gelernt. Ich sage es regelmäßig auf. Oder versuche zumindest, es regelmäßig aufzusagen. Und weißt du was, tut mir leid, ich denke immer noch, dass mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich sehe keinen Grund, das irgendwie umzudeuten. Und ich glaube, dass manche Leute ein bisschen zu weit gehen, weil sie denken, oh, diese und diese Irrlehrer, sie nutzen diesen Vers, um das und das zu argumentieren. Deswegen will ich jetzt unbedingt das anders erklären. Aber warte mal, bleib locker. Realisiere einfach, dass Irrlehrer, dass die katholische Kirche oder was auch immer für eine Sekte, dass sie Bibelverse verdrehen werden und dass sie aufgrund von manchen Bibelversen falsche Lehre lehren werden. Akzeptiere das einfach. Das ist etwas, was du buchstäblich nicht ändern kannst. Es ist egal, wie du den Vers umdeutest, egal, was du daraus machst, du wirst sie sowieso nicht überzeugen. Irrlehrer werden letzten Endes Verse sich so auslegen, wie sie wollen. Sie wollen halt unbedingt, dass es einen Papst gibt und dann finden sie krampfhaft irgendeinen Vers. Heißt das, dass ich deswegen diesen Vers umdeuten muss, sodass Petrus nicht der Felsen ist in diesem Vers? Nein. Dann rat mal was. Hier steht nichts von einem Papst. Das ist mir völlig egal, was irgendwelche Katholiken sagen. Warum sollte mich das interessieren? Das ist doch völlig Schnuppe, ist doch völlig egal. Also, sorry, ich habe diesen Vers so oft gelesen, ich komme immer noch nicht drauf, dass Petrus nicht der Felsen ist. Ich denke, dass hier eindeutig im Kontext mit dem Felsen Petrus gemeint ist. Und ich kann dir auch erklären, warum das Sinn macht. Okay. Lass uns den Vers anschauen. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Was ist ein Felsen? Was ist das für ein Bild? Was ist für ein Symbol? Auf einem Felsen kann man ruhen. Jesus sagt auch, jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, die Winde stürmten an dieses Haus stießen. Da fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Genauso wie ein Haus auf einem Felsen ruht. Ja, ein Felsen ist ein Fundament, darauf kann man bauen. Und natürlich gibt es den Felsen, Jesus Christus. Ist doch völlig klar. Aber guck mal, anderes Beispiel. Wäre es für mich falsch zu sagen, dass ich ein Sohn Gottes bin? Nein, denn ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin ein Kind Gottes und weil ich männlich bin, bin ich ein Sohn Gottes. Ist es wirklich für mich falsch zu sagen? Nein, das ist Fakt, das ist Realität. Aber siehst du, trotzdem gibt es natürlich den Sohn Gottes, Jesus Christus. Genauso ist es nicht falsch zu sagen, dass der und der Bruder ein Felsen ist. Ist das irgendwie Blasphemie? Ist das irgendwie lästerlich? Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach ein Bild, das du verwendest. Wir realisieren gleichzeitig, dass es nur den einen Felsen gibt, Jesus Christus, der eben das Fundament ist der Gemeinde. Natürlich realisieren wir das. Also bleib locker und mach dir keine Sorgen, wenn Petrus hier als ein Felsen bezeichnet wird. Lass mich dir ein paar Beispiele dafür geben, warum das biblisch sehr viel Sinn macht zu sagen, dass Petrus hier der Felsen ist. Zum Beispiel im Galaterbrief, da wird Petrus, und er wird dort Kephas genannt, als Säule bezeichnet. Und das ist natürlich dasselbe Symbol, denn eine Säule ist ein Träger, ein Felsen ist ein Träger. Galater Kapitel 2, Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas. Kephas ist wie gesagt Petrus. Petrus wird im Johannesevangelium als Kephas bezeichnet, was genauso wie Petrus Stein bedeutet. Deswegen spielt Jesus darauf an. Beziehungsweise Petrus ist eben so ein Felsen. Jemand, auf dem man bauen kann. Deswegen gibt Jesus ihm den Namen Petrus, Stein. Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden wirkten, sie aber unter der Beschneidung wirkten und so weiter. Also, die als Säulen gelten, ja, Jakobus und Kephas, sprich Petrus und Johannes, die als Säulen gelten. Was ist eine Säule? Eine Säule ist ein Träger.
Ein Dach zum Beispiel kann auf Säulen ruhen oder ein ganzes Gebäude kann auf Säulen ruhen. Das ist etwas, worauf man ruht, worauf man baut. Genauso ein Felsen ist etwas, worauf man ruht, worauf man baut. Also wir sehen dieses Bild, wir sehen diese Illustration sehr wohl auch an anderen Stellen in der Bibel. Und zwar nicht ohne Zufall bezogen unter anderem auf Petrus. Petrus war ein Felsen. Petrus war eine Säule. Das ist jemand, worauf Christus seine Gemeinde gebaut hat. Das ist ein Mensch, ein treuer Diener Christi, auf den Jesus Christus seine Gemeinde gebaut hat. Das, er hat treu dem Herrn gedient. Er hat viele gerettet und so weiter. Und eine Kirche wird natürlich gebaut durch Seelengewinnen. Heißt das, dass ich jetzt irgendwie leugne, dass Jesus der Felsen ist? Natürlich nicht, niemand leugnet das. Natürlich, letzten Endes fußen wir alle auf Christus, denn rate mal was, Petrus, trotzdem ein Felsen war, hat Jesus auch verleugnet. Petrus ist natürlich auch gefallen, er war auch ein Sünder. Natürlich kann man nie zu 100% auf Menschen vertrauen, man kann nur zu 100% auf Christus vertrauen, nur zu 100% auf Jesus bauen, aber gibt es nicht auch Felsen, menschliche Felsen in der Gemeinde, auf die wir bauen, die ein Fundament sind in der Gemeinde, die die Gemeinde tragen? Natürlich, also reg dich ab. Ja, es ist nicht falsch zu sagen, dass Petrus der Felsen ist in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und nur weil irgendwelche Katholiken was anderes behaupten oder daraufhin behaupten, siehst du, das ist der Papst. Der Papst, darauf baut die katholische Kirche. Das ist das Oberhaupt. Ist doch völlig egal, was irgendwelche bescheuerten Irrlehrer behaupten. Warum soll ich mich das interessieren? Sie werden sowieso alles falsch auslegen. Deswegen werde ich nicht versuchen, diesen Vers irgendwie krampfhaft umzudeuten. Sorry.